Einen wunderschönen Morgen, Leute. Mein Name ist Johnny. Servus. Das ist Porterleitner. Digga, ich hab 3 Stunden Tiefschlaf gehabt. 3 Stunden? Schade. Ganz schön wenig, ne? Ja, ich bin ganz schön eingenickt. Und? Was? Paul trainiert jetzt, ne? Jawohl. Schön Legs. Ich mach jetzt gleich Schultern. Bombe. Du willst da ein bisschen ballern. Bombe, du. Booster? Als Veganer braucht man keinen Booster, du. Da hab ich so viel Energie, das gibt's nicht. Ziehst du aus dem Boden, oder? Ja, so ist es. Ach du Scheiße. So, girls and guys, we're just going to take a little goat right now. Just check the link in the bio and get Rock in that shit. Shit. Hit that shit. Hit that shit. Love that shit. Was für ein Depp, Alter. 100 Kilo Warm-up. Läuft bei ihm. Schön. Diät, kick. Yeah, buddy. Es reicht gleich. Nice! Kilogramm für Schulterdrücken. Schön. So Leute, Power macht. Hier schön fix. Rumänien Deadlift und ich baller hier Schulter in die Ecke. Warum? Weil der ein Spiegel ist und man möchte sich immer angucken. Angucken will ich. Hör das? So Leute, die Jungs kochen mit Knoblauch und Zwiebeln, dass die Äpfel da, wenn die wie wir hier kochen, nach Knoblauch schmecken. Ich habe ihn jetzt gerade abgewaschen, aber gerade eben hat der Apfel nach Knoblauch beim Essen ein bisschen geschmeckt und das war richtig, richtig ekelhaft. And that's why I knew one day, gotta see in my hand, one more time before I go. So Leute, jetzt bin ich fertig mit dem Duschen. So ganz kurz abtrocknen. Schön alles fresh. Und dann, boah, gehen wir ab zum Rockerbüro. Sie haben mich gefragt, wie ich meine Haare style. Ist einfach easy. Gehst einfach überall rein. Überall richtig fest durch. Warm. Machst du noch die Seiten. Bisschen seitlich, ja. Seitlich und nach hinten. Und Kurven so. Seitenrand geklatscht. Und ich bin froh, dass die Friseure wieder aufmachen. Sonst wird es jetzt ekelhaft mit den Haaren. So Leute, wir sind jetzt im Rockebüro angekommen. Kai, du befasst dich jetzt zurzeit immer mit Theo. Yes. Und wegen Produktentwicklung. Produktentwicklung und ein paar Sachen. Geheime Projekte und so. Schön. Und wir werden gleich mal den lieben Colin fragen, ob er ein paar coole News für uns hat, was demnächst vielleicht anstehen könnte. Was gibt's für News? Wir haben den krassesten veganen Guide ever gelauncht, der kostenlos ist. Kannst ja mal in die Infobox packen, den Link. Einfach E-Mail-Adresse eintragen und runterladen. 50 Seiten prall volles Wissen von Veganern, Ernährungswissenschaftlern, der Produktentwicklung, Marketing-Experten. Überkrass. Also unbedingt downloaden und durchlesen. Und vielleicht auch ein bisschen inspiriert fühlen davon. Was gibt's sonst Neues? Wir werden 3 neue vegane Riegel launchen. Ich hoffe, dass der erste noch im März kommt. Der No-Way-Bar, Leute, richtig krass. Genau. Und dann werden nach und nach 1-2 weitere noch dazukommen bis Ende April. Und die werden auf jeden Fall das Game komplett changen einmal. Leute, Rocker goes vegan, Hashtag, yeah, buddy. So Leute, wir sind jetzt wieder zurück. Wir haben schöne Bilder gemacht auf Instagram. Könnt ihr auch uns alle abchecken. Aber mit dem Uwe Kai, mit dem Paul, unserem Mann. Und TikTok müssen wir auch noch machen. Wollen wir schon mal TikToks planen mit... Pet Rocks. Hi Leute, willkommen bei Test Day. Alles fit? Yep. Wir machen heute einen angenehmen Dreh. So Leute, wie ihr gerade gesehen habt, haben wir richtig, richtig geile TikToks gedreht. Und jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Was für einen Brustumfang habe ich eigentlich? Was schätzt du, Kai? 99 cm. Okay.
Was schätzt du, was ich für einen Brustumfang habe? 200. 200? Danke. Was habe ich für einen Brustumfang? 200 passt, glaube ich, oder? Das sind 2 Meter, Digga, das sind 2 Meter. Achso, warte. So, Paul, was denkst du, was ich für einen Brustumfang habe? 20 Zentimeter. Oh. Paul. Okay, Paul, willst du mich abmessen? Nö, ich habe keine Zeit für dich. Ja. So, das ist. Okay, 1,25 Meter. 1,25 Meter? Ja. Und wenn ich locker lasse? Locker. Ja, 1,20 Meter. Oh, das ist ein bisschen Spannung. 1,22 Meter. 1,22 Meter ohne Spannung. Ja. Mit der Kerbe vielleicht 1,23 Meter. Ah, die müssen wir nicht mit. Ja, Leute, bam! 1,22 Meter. Ohne Anspannung. Aber ich war 1,25 Meter, wo ich angespannt habe. Ich stand ganz normal locker da, ihr habt's gesehen, Leute. Boah, hat dir das gefallen? Das war sehr schön. So, Leute, ihr habt's gesehen, 123 oder 122, ihr könnt's bestimmen, 122 oder 123 ist kackegal. Ist auf jeden Fall ganz ordentlich. Paul hat gesagt, normal trainierte Leute oder gut trainierte Leute haben 100, stimmt das, Kai? Ja, wir haben doch auch 90. Du hast 120... 90, 60. Geil. Okay. Zwischen den Beinen 1. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut's rein. Bis bald. Euer Johnny. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, lasst ein Like, einen Kommentar da. Abonniert ihn. Ja! Abonniert. Also ich werde auf jeden Fall. Ich alle verlinkt. Abonniert den lieben Uwe Kai. Und Leute, verlinkt wird noch der legendäre Paul. Unterleitner! Bis bald, haut's rein.